Fabio, was verschlägt dich nach Leipzig? Alte Freunde besuchen. War lange hier, durfte hier eine super Zeit verbringen und jetzt sind schon 5 Jahre vergangen. Und es war Zeit, an der Zeit zurückzukommen und mal Hallo zu sagen. Und wie fühlt es sich jetzt für dich an, so in dem alten Wohnzimmer zu sein? Herrlich, also ich habe es gleich gemerkt, aus dem Tunnel rausgekommen und das Gras gerochen. Ein bisschen Erinnerung an früher und ich bin jetzt wirklich 5 Jahre weg vom Fußball. Das erste Mal, wo ich wieder ein Stadion von innen besuche. Und es ist schön, das in Leipzig zu machen. Und das Wichtigste vor allem auch alte Freunde zu treffen. Du hast gerade gesagt, weg vom Fußball. Was hast du gemacht, seitdem du Abschied genommen hast vom Fußball? Ja, zuerst mal die Zeit, die ich, wie sagt man, Familienzeit, die ich nicht hatte, wo ich hier war, genossen. Und dann hat sich auch einiges getan in meinem Umfeld und meinem Leben. Habe dann auch eine Therapieausbildung gemacht, Yoga-Ausbildung, habe mit Tennis und Paddeltennis angefangen zu spielen, also damit ich mich auch sportlich ein bisschen betätige und vor allem auch die wieder Familie zu genießen, was ich früher nicht so konnte. Und bin aber dann wirklich im Fußball fremd oder fern geblieben und ja, wie gesagt, das erste Mal wieder in einem Stadion, Fußballstadion. Gibt es Erinnerungen, die dir sofort irgendwie einfallen, wenn du jetzt hier so stehst? Ja, viele. Also, ich wurde schon viel angesprochen, sicher das Tor, was in aller Munde ist. Aber es geht von der vierten Liga los in der dritten Liga mit den vielen Aufstiegen, die wir machen durften und Selbstspiele mit alten Freunden getroffen und dann gewisse Spielszenen oder Abenteuer, die wir erlebt haben. Da können sich eigentlich alle Spieler noch dran erinnern von früher und das ist schön. Trainingslager auch. Trainingslager auf jeden Fall, aber in Leipzig selbst oder diesem Stadion, sei es das Hinspiel gegen Lotte beim Aufstieg in die dritte Liga oder dann Saarbrücken, das letzte Spiel, wo wir den Aufstieg in die zweite Liga klar gemacht haben. Das sind so spezielle Augenblicke, wo man nie vergisst.